Schweizer Radio DRS 1, am Mikrofon Yvonne Dünser. Doppelpunkt. Was passiert, wenn ein Mensch plötzlich und unerwartet fast alles das verliert, was ihm lieb und teuer ist? Der Maler und Bücherleser Pedro Meyer aus Olten erzählt in dem Doppelpunkt davon. Er hat bei einem Brand nicht nur Tausende von Büchern verloren, sondern auch fast sein gesamtes malerisches Lebenswerk. Wie er das Drama erlebt hat und was daraus geworden ist, das probiert der Pedro Meyer im Doppelpunkt zu erklären. Brand im Bilderhimmel, eine Dokumentarsendung von Petri Ecki. Man hat mich gefragt, ob ich einen Psychiater brauche oder medizinische Hilfe brauche. Und dann sagt man natürlich nein. Und auf der anderen Seite wäre es vielleicht noch gut. Und auf der anderen Seite kann einem ja niemand helfen, weil das ist einfach Fakt. Es ist das blödes Heimfliegen, oder? Also wenn man dann hier nachher muss und 10, 12 Stunden im Flieger hocken. Es ist so wie der Flug zur Exekution, oder? Niemand lässt gerne los. Also, Leute, die so vom Schicksal geschlagen werden, die sind nicht unbedingt die besten Freunde. Man will ja nicht sich mit dem Unglück auseinandersetzen. Also, es hat eine gewisse, das ist eine menschliche Reaktion, auch vom Mitmensch, dass er unter Umständen auf Distanz geht. Also ich sage immer, meine Bilder sind im Bilderhimmel, oder? Und das ist ja auch nicht ein schlechter Platz, oder? Ein Großbrand auf dem Gugelmann-Areal im bernischen Roggwil hat am Samstag einen Sachschaden von über 10 Millionen Franken verursacht. Das Feuer war am Samstagmorgen kurz vor 3 Uhr von Passanten entdeckt worden. Als die Feuerwehr eintraf, stand eine große Halle bereits im Vollbrand. Erst im Verlauf des Morgens gelang es, den Brand vollständig unter Kontrolle zu bringen. Insgesamt standen über 300 Feuerwehrleute und 50 Zivilschützer im Einsatz. Einzelne Brandherde schwelten noch bis gestern Abend weiter. Auf dem Gugelmann-Areal sind verschiedene Firmen, Lagergebäude, Ateliers und Ausgehlokale untergebracht. Vom Brand betroffen war eine Fläche, die etwa der Größe von 2 Fußballfeldern entspricht. Jetzt zum Beispiel, das war eine Serie, eine kleinere, wo nicht einmal wichtig ist. Ja, da weiß ich nicht einmal, zum Teil manchmal nicht einmal recht, was oben und unten ist. Aber das ist jetzt eine Serie, das ist irgendeine, glaube 60 auf 60, schön quadratisch, wo ich x Bilder gemalt habe und sogar ein paar Jahre davon verkaufen konnte. Wo dann nachher auch, wo man kann im Block hängen kann, der Einzel. Übereinander oder so, aber einfach halt ziemlich interessante Serien, die strukturell, also Strukturen haben, so, auch zum Teil Pastos, also wo ziemlich viel Speckig sogar gemalt ist, aber nachher reingekritzt ist, in die Farbe reinkritzen. Oder dann habe ich gemerkt, jetzt sind mir zwei viel zu schwarz geworden, oder zu dunkel geworden, ich habe sowieso eine Tendenz, ein bisschen zu dunkel zu malen.
Weil ich habe, sagen wir es auch, das ist auch ein Konzept. Ich sage, die Nacht hat ja fast mehr Farben als am Tag. Die Leute meinen immer, es müsse einen blauen Himmel haben, um schön Wetter zu sein. Dafür ist, also, wenn es ja regnet, ist es ja viel schöner, oder? Und das ist auch bei den Bildern ein bisschen so. Also, ein Bild, das, ich muss eben nicht unbedingt eben im Sinn von schön sein. Und da kann man dann, dass ein Bild aus sich selber raus entsteht. Klar, mit gibt ihm eine Guideline. Man weiss ungefähr, was man macht oder will machen. Aber das Bild tut sich nachher verselbstständigen. Und dann kommt der manchmal der Punkt, oder der schwierigste Punkt ist oftmals auch das Aufhören. Man tut dann oftmals ein Bild übermalen und macht es kaputt. Also, es lieber ein klein, bevor es fertig ist, aufhören, als ein Schritt lang malen, ist es kaputt. Man weiss nachher nicht, wieso es kaputt ist, aber es ist kaputt. Russland gesehen, eben in Asien, im Golf von Thailand. Und habe dann ein Telefon bekommen, und die haben mich zufällig verwünscht, ja, dass das ganze Atelier und das ganze Areal abbrennt. Und da bin ich dann so rasch wie möglich, habe ich versucht, heimzufliegen. Ja. Es war die Schwester, die angerufen hat, wenn ja, ich das richtig gelesen habe. Und was hat sie denn gesagt am Telefon? Ja, eben, es ist etwas ganz Schlimmes passiert und sie soll mich da versuchen, darauf gefasst zu machen. So viel sie wissen, sie ist einfach alles kaputt. Einfach restlos am Erdboden gleich. Oder? Und dann, ja, man hat natürlich noch ein bisschen Hoffnung und glaubt es nicht ganz und denkt vielleicht, ja, es ist noch etwas übrig. Oder? Es ist das blöde Heimfliegen, oder? Also wenn man da nachher muss und 10-12 Stunden im Flieger hocken, es ist so wie der Flug zur Exekution, oder? Pedro Meyer wird 1941 als Sohn des Schriftstellers Gerhard Meyer geboren und wächst in Niederbipp, Kanton Bern auf. Nach einer Ausbildung zum Buchhändler in der Buchhandlung Lüthi in Solothurn gründet er 1959 zusammen mit Egon Ammann die Literaturzeitschrift Pro Libros. Später führt er in Zürich ein Buchantiquariat. Pedro Meyer ist ein Reisender. Türkei, Ägypten, Brasilien, Alaska, Island, Grönland, Russland, Australien, Südsee, Karibik, Indien, Japan, Vietnam. Erst mit 38 Jahren beginnt er zu malen. Anfänglich ist die Natur, sind vor allem naturalistisch gemalte Landschaften sein Thema. Schon früh fällt das Unverkrampfte, die Leichtigkeit, das Malerische und der hohe künstlerische Wert in seinen Werken auf. Mit den Jahren werden die Arbeiten abstrakter und er beginnt mit verschiedenen Techniken und Materialien zu experimentieren. Pedro Meyer hält ständig Ausschau nach neuen Horizonten. Sein Leben und seine künstlerische Tätigkeit sind geprägt von großer Unruhe und Leidenschaftlichkeit. Er lebt intensiv mit Büchern, weil in ihm ein starkes Bewusstsein für Menschheitsgeschichte und ihre Zusammenhänge steckt. Nach einer ersten Reise nach Thailand baute er am Golf von Siam und in Bangkok Ateliers auf. Es folgen erste Ausstellungen in Thailand und in der Schweiz. Der größte Teil seines Lebenswerkes lagert in seinem Schweizer Atelier auf dem Gelände der ehemaligen Spinnerei Gugelmann in Roggwil.
darunter auch etwa 13.000 Bücher. Mit dabei kostbare alte Drucke. Viele Bücher begleiten ihn als engste Gefährten seit seiner Jugend. Alles verbrannt. Alles nur noch Erinnerung. Das Blättern in einem Katalog ruft ein paar Bilder für einige Augenblicke lang ins Leben zurück. Also das wären einfach, das sind zum Beispiel frühe Bilder, irgendwo 20, 30 Jahre her sind oder in einem Buch, also wo die Bilder abgebildet sind. Und da habe ich zum Beispiel auch gerade kurioserweise wieder vom Reisen von Key West, Florida. Das ist eine Blumenvase im Haus von Hemingway. Oder der Sloppy Joe's Key West Bar, oder, wo der Hemingway verkehrt hat. In dem Hintergrund sind Fallschirme, die sie aufgespannt haben in der Bar. Und da hat es Bilder von Thailand. Was ich sehr gerne gemacht habe, ja, zum Beispiel eine ganze Serie malen, Hotellobbys oder Hotelrezeption. Das ist zum Beispiel Rebels Bay in Hongkong. Das ist eine Bar. Oder das ist ein Hotellobby, da muss ich mich noch erinnern. Das ist, glaube ich, auf einem Bürgerstock oben. Weil das ist ja immer so die Jugendstil-Rezeption und so. Ist, oder auch, was ich sehr gerne habe, ist, in den alten Hotels gibt es ja so Raucherzimmer. Und da gibt es Bibliotheken dort. Und dann habe ich viel auch skizziert. Das ist jetzt da, sieht man auch wieder gerade das Hotel. Das ist irgendein alter Seehof in Luzern. Aber eben von diesen Bildern gibt es praktisch 99% ist kaputt, einfach verbrannt. Bis auf die Bar, die ich verkauft habe oder verschenkt habe. Oder die zufällig nicht in den Räumen waren. Das ist zum Beispiel eine Erinnerung, das habe ich aus der Erinnerung gemalt. Da jetzt mal, wo meine Kinder waren, hat in Langenthal hat man einen Walfisch ausgestellt. Der ist mit der Eisenbahn gekommen, mit XX Rädchen. Und dann habe ich den Walfisch dann gemalt. Dann kommt man natürlich jetzt Kloten an und dann muss man nachher in den Zug steigen. Und dann bin ich dann bis auf Auto gefahren und das Auto habe ich mal alles eingestellt, mein Rucksäckchen, oder? Weil, ich habe ja auch, sagen wir, ja, keine Kleider oder keine Schuhe mehr gehabt, das war alles in dem Atelier gewesen. Und dann nachher bin ich dort, fahren wir in diesem Bunner auf das, ja, auf das Langental und dann steigt man dort aus und dann schmeckt man es schon von weitem, der Brand, und respektive ist er noch gar nicht fertig gewesen. Es hat immer noch brennt. Ich bin etwa vielleicht einen Tag, zwei später nach dem Brand bin ich dort gewesen, aber es hat immer noch brennt, weil es noch ein riesen Pneulager hat dort gemottet und die Feuerwehr ist noch auf dem Platz gewesen. Das war alles weiträumig abgesperrt gewesen. Wir das also aus einer Distanz vielleicht von 100 Metern oder 200 Metern hätten wir da her können, näher nicht. Das war auch noch ein interessanter Aspekt, als ich im Flügel gesessen bin. Dann konnte man natürlich nicht schlafen, aber dann hat man einfach ein bisschen immer eben überall das Zeug nachsiniert. Und dann bin ich zu Kloten gelandet. Und dann bis auf Olten habe ich es geschafft. Und das jetzt Olten bin ich drauf und dran, einfach umzukehren und wieder auf Kloten und wieder abfliegen. Also ich hatte schon zu Asien Mühe, überhaupt einzusteigen. Aber ich musste mich dann wirklich fast zwingen,
Weil das ist ja so, man weiss auf eine Weise, es ist so sinnlos, oder? Wenn man weiss, es ist nichts mehr da, was suchst du noch da, oder? Also, man muss dem auch unausweichlich in die Augen schauen, damit es weitergehen kann. Das hört man viel, das wird auch viel gesagt. Aber in meinem Fall bin ich heute fast überzeugt, wäre es vielleicht besser gewesen, wenn ich umgekehrt hätte. Weil ich habe dann auf dem Brandplatz habe ich dann nachher noch versucht, irgendwie aus den Container raus noch Bücher rauszufischen. Anbrennte oder versenkte. Und ich habe ja etwa 13.000 Bücher verloren, also eine riesige Bibliothek. Und der Büchergeschmack, von den verbrannten Büchern, das geht mir natürlich heute noch nach. Und es war dann ganz brutal gewesen, gerade nach dem Brand, hat mich ein Moser-Kollege eingeladen. Und als ich dann gekommen bin, habe ich schon im Strössli geschmeckt, dass sie am Grillieren sind. Und schon das konnte ich dann fast nicht können dort reingehen. Und wo man dann ein Jahr von Essen sagt, weisst, ich hatte hier noch alte Bücher gestellt gehabt. Das ist jetzt gerade schön Holz gewesen, zum Grillieren. Und dann sage ich, weisst, das hättest du jetzt nicht dürfen sagen. Das ist jetzt also gerade ein bisschen brutal. Und so ist es also. Es ist also unter Umständen, vielleicht wäre es besser, wenn man es gar nicht gesehen hat. Das ist also in meinem Fall, habe ich manchmal das Gefühl. Auf der anderen Seite ist es sicher, ist es toll, wenn man alles sieht, und dann weiss man, es ist wirklich weg. Wahnsinnig schön in der Landschaft aussenmalen. Da kann man auch Sand im Sand hineinzeichnen. Oder man kann Steine legen. Oder man kann eben in einem Flussbett. Ich kann auch schon in einem Flussbett hineingehen, als ganz junger Bub. Also nicht junger Bub, aber einfach in den 20er Jahren habe ich im Verzaskatal mit einem Meißel und einem Hammer habe ich Steine bearbeitet. Einfach. Die sind vielleicht noch dort. Ich weiß es auch nicht genau, wie sie sind, aber die sind auf jeden Fall dort noch. Es geht ja auch, das geht dann das Zeichen hinterlassen. Und der Mensch hinterlässt auf den Wehrspuren. Und mehr vielleicht ja nicht. Oder? Und die sind dann alle quasi so schön, wie man sagt, vom Winter verweht, das Letzte. Versucht man das auf einen Stängel zu bringen. Dann hat man mich gefragt, ob ich einen Psychiater brauche oder medizinische Hilfe brauche. Und dann sagt man natürlich nein. Und auf die andere Seite wäre es vielleicht noch gut. Und auf die andere Seite kann einem ja niemand helfen, weil das ist einfach Facts. Oder? Das sind jetzt einfach so Schläge, die man hat. Es ist jetzt vielleicht bei mir noch ein bisschen brutal gewesen, weil es eben indirekt eine Brandstiftung war, die nicht mehr betroffen hat. Und mein Sattel war einfach in diesem Compound drin gewesen. Wenn jetzt der Blitz einschlägt, dann ist das Gott gewollt. Wenn ihr im Krieg etwas verliert, dann habt ihr den böse Find. Dann könnt ihr die Deutschen die Schuld geben, dann könnt ihr die Engländer die Bombardierungen die Schuld geben. Und ich soll den Wert die Schuld geben. Ich hatte einfach irgendeinen Brandstifter, der Freude hat, jemandem einen Schaden zuzufügen, der nicht einmal mehr hat wollen schädigen, aber ich habe einfach alles verloren. Und das ist in dem Sinn noch ein bisschen, ich habe kein Findbild. Vielleicht, wenn man ein Findbild hätte, wäre es doch einfacher zu verarbeiten. Aber eben, dann gehe ich dann, ich habe dann natürlich sofort mir auch gesagt, wenn ich jetzt eine schwere Krankheit habe, also wenn ich jetzt einen Krebs habe oder so, dann sind das ja auch Schicksalsschläge, wo man auch nichts machen kann, wo ja viele Leute haben, oder? Und man sollte ja nicht lamentieren über das Leben, oder? Das ist vielleicht bei der Kunst, ist noch interessant, dass das, jetzt ja die, wie dir ja auch jetzt das Interview machen, die machen das Interview vielleicht jetzt, weil der eben die Kunst verloren.
Aber eben, wie wichtig kann man das sagen, wie wichtig ist Kunst? Oder ist der Kunst wichtiger als das normale Leben, das normale Schicksal? Also mir geht es jetzt eigentlich in dieser Sendung nicht darum, sondern, gut, er hat jetzt Kunst verloren, aber im Grunde noch geht es ja um Verlust an sich. Also man verliert etwas, was ihm sehr wichtig ist, was ihm sehr viel bedeutet, ja, Teil, was im Leben ist. Also das wäre eigentlich das Thema, gar nicht die Überlegung, ob Kunst jetzt wichtiger ist als etwas anderes oder weniger wichtig. Aber ich vielleicht noch schnell zurück zu dir gesagt, wenn ihr ein Findbild hättet, wäre es vielleicht einfacher gewesen zum Verarbeiten, aber am Resultat, an der Tatsache, dass der Verlust eintreten wäre oder ist, hat es ja nichts geändert. Nein, sicher nicht. Das ändert nichts. Das ist, der Mensch sucht natürlich immer nach einem gewissen Halt oder nach einem Strohhalm greift man. Oder? Und das waren für mich einfach so Überlegungen gewesen, weil ich weiss, aus Deutschland, wo im Krieg sehr viele Ateliers bombardiert worden sind und wo ganze Museen alles ausgelöscht worden ist. Und ich habe es immer in diesen Kontext hineingestellt. Dort hat es einfach Hunderte von Maler gehabt, die alles verloren haben. Und wir haben mal das Ding, der Amiet hat der Brand gehabt, ein Ausstellungsbrand in München, im Glaspalast, und hat vielleicht 40, 50 von seinen wichtigsten Werken verloren. Und er ist dann heim und hat dann in den folgenden Jahren zum Teil die Bilder nachgemalt. Und ich bin dann jemanden von Künstlerkollegen gefragt worden, du hast jetzt du die Sachen noch einmal, die du verloren hast. Und zuerst habe ich gedacht, ich mache es, aber ich habe es dann nie gemacht. Wieso nicht? Ja, es ist natürlich auch eine andere Zeit. Und man tut ja immer auf einem Weg fortschritten. Also man tut ja immer wieder neue Bilder machen. Also sagen wir, es werden wie ein Bild überarbeiten. Auch wenn es jetzt nicht mehr physisch da ist, aber es ist gleich, auch wenn es im Kopf, dann ist es überarbeitet oder es ist eine reine Kopie. Kann man dann sagen, es wäre so ein bisschen ähnlich und das wäre auch eine Unmöglichkeit, wenn man als Erwachsener plötzlich wieder möchte ein Kind werden? Wir haben eine Entwicklung und die läuft einfach und in dieser Zeit macht man das und dann habe ich vielleicht in der Zeit, vor 20 Jahren, habe ich enorm viele Juralandschaften gemalt oder Flüsse und Bäume und Wolken und Meer. Und wenn man das nachher wie 20 Jahre später wiederholen, ist das geht fast nicht. Oder? Ja, es ist schlimm, oder? Es ist einfach, man kann nicht mehr, es ist etwas, was dann sprachlos macht. Weil jetzt gerade so in meinem Fall, wo ich habe da einfach in den Tag hineingemalt, respektive fast auf Halten gemalt, weil ich mir einfach gesagt habe, ja, das passiert nicht, für zu zeigen, das kann man dann später, das kann man dann, wenn man alt ist, kann man dann das mit dem Zeug rauskommen. Und dann einfach über die Jahre rausgemalt, Bilder, die eigentlich nie jemand gesehen hat. Das geht in die Hunderte und Aberhunderte von Werken. Ja, mit auch noch heute, also jetzt nach etwa 3 Jahren, dass ich dann einfach manchmal nicht ganz sicher weiss, ja, habe ich das Bild noch oder habe ich es nicht mehr. Oder dann tut man vielleicht selber ausweichen und gar nicht heftig nachfragen. Also dass man einfach denkt, ja, man hat es noch an einem Ort, aber es ist einfach nie mehr. Also es ist einfach im Bild. Es ist ja noch reiner materieller Verlust, neben dem ideellen. Der hat mir gesagt, das war ja für euch auch wie eine Altersvorsorge auf einem Weg. Ja, das ist klar. Man hat natürlich mehr malt und malt. Und auch wenn man nichts verkauft, weiss man doch, wenn man älter ist, kann man das eine oder das andere wieder verkaufen. Oder einfach jemand hat Interesse dafür. Und dann ist es selbstverständlich, das ist ein Werk, das dann irgendwo auf einem Weg doch einen Wert repräsentiert, wo man später davon zehren kann. Also es mit Auto, ja, man tut irgendetwas anhäufen und das ist natürlich nachher weg. Also es ist also wie man tut den Teppich schon wegziehen, oder? Es ist dann wirklich einfach nichts mehr da. Oder? Es braucht eine Kommunikation. Also Kunst kann ohne Kommunikation nicht leben. Also ein Buch, das nicht gelesen wird oder ein Bild, das nicht angeschaut wird, ist dann auch fraglich. Es muss natürlich schon wie ein Echo dann geben oder ein Ping-Pong oder ein Spiegel. Thank you.
das hier. Dann ist das. Nehme ich das mal weg. Und dann die Rämmchen habe ich auch selber gemacht, die ich dann von eben lieber nicht habe, weil es einfach dann, sehr schwer zu transportieren ist, sobald es Rahmen hat. Aber jetzt zum Beispiel, das war eine Serie gewesen. Da habe ich, also ich darf es fast nicht sagen, aber ich habe vor etwa 15, 20 Jahren habe ich mal solche Bilder gemalt, wo ich sehr viel mit Eschen gemalt habe. Also Eschenbilder, eigene Eschen aus einem eigenen Kanonenofen. Und nachher noch, das sind Jute, das ist Jutenstoff. Also das ist Lina und dann Jute drauf, mit Jute, die draufgeklebt sind. Also wie ein Collage, aber in einem grossen Kontext. Da muss man schon aufpassen, dass es nicht kaputt geht. Ich habe sehr viele Notizbücher verloren oder auch sehr viele Fotos und aber tausende von meinen Reisen, die einfach weg ist, die unwiederbringlich verloren ist, die ich im Prinzip gebraucht habe, um weiterleben. Klar, mir sagt, man braucht gar nichts, du brauchst nur ein bisschen Kleider und das reicht. Aber man braucht natürlich schon mehr, man braucht eben auch Bücher. Gut, Bücher sind ja nur Druck, die kann man ersetzen, könnte man meinen, aber eben, ist eben nicht so. Ich habe Bücher gehabt, wo man als Jung schon gehabt hat, wo man als Bub vielleicht schon drin geschrieben hat. Oder wo dann einfach nachher nicht mehr das Gleiche ist. Oder es fehlt einfach mehr oder weniger alles. Und man kann das auch nicht vermitteln oder man kann auch nicht darüber lamentieren, weil irgendeinem Ort die Leute haben schon gewusst nichts bedauern oder sagen, ja, du bist jetzt ein armer Sieg und ein bisschen Schulterklopfen. Aber es ist mit der Zeit allein, wie der eben ja generell als Mensch immer allein sind. Oder? Also die können jetzt noch so lange geheiratet sein wie der Welt, im Prinzip bleiben die allein. Oder? Und das ist natürlich eine Erfahrung. Und jetzt in der Kunst ist es natürlich dann noch ein bisschen brutaler, weil dann merkt ihr, ein Maler, der kein Werk mehr hat. Da ist ja auch fast kein Maler mehr, da ist nichts mehr wert. Da kann man nicht einmal mehr ausstellen. Und dann wird es gefährlich, oder? Weil, das ist natürlich eben eine Binsenwahrheit. Einfach, aber dann hat man ja gerne einen Maler alt wert. Also wenn er in den 80, 90 oder 100 wird, dann hat er so ein riesen Werk. Oder einer, der jung ist, mit 30 stirbt, das ist gefährlich, weil dann hat er kein Werk. Das ist, also es gibt da schöne Beispiele. Das ist bei mir nachher sogar so gewesen, dass man einfach dann merkst, du kommst da mit Galeristen zusammen oder mal mit Museumsleuten, die dann nachher einfach ja, so diskret fragen, was machst du jetzt und wie geht's dir und malst wieder. Aber wo man dann einfach merkt, ja, sie werden ihm nichts nachkommen, sonst kommen dann plötzlich die Frage, dürfte ich die neuen Sachen ausstellen oder so. Das war noch interessant, wie der sogenannte Kulturkuchen darauf reagiert. Also, am besten haben die ganz normalen, gewöhnlichen Leute darauf reagiert. Die haben wirklich eine gewisse Betroffenheit gezeigt und auch gemerkt, dass das ein schwerer Schlag oder ein Schmückenschlag ist. Und bei anderen irgendwie Kulturkreisen ist man dann vielleicht sogar keine Konkurrenz. Man hat schon einen gewissen Vorteil. Oder? Das ist also wie der Tour de Suisse, wenn einer umgeht, ist er, der gewinnt nicht mehr. Der ist weg.
Also die Leinwand, all die Bilder, die da sind, sind alle selber aufgezogen. Man sieht das sehr gut überall hinter die Postage. Und das wird dann, manchmal ist es ein bisschen gröberer Stoff, ein bisschen nicht so grober Stoff, aber das ist die Vorbereitung, das ist das Einspielen ins Molen. Das ist also wie der Koch, der zum Teil ein Mise en place macht, wo man nachher, dann ist nicht immer einfach der reine Molakt, sondern man tut sich schon ermüden, nur mit dem Paratmachen, also eben mit dem auf Chassis aufziehen, mit dem Grundieren. Und da kann man sich so langsam einleben. Und dann ist das Mol ist dann quasi nur noch der krönende Abschluss. Aber es gibt dann, vorher hat man so viel gemacht dran. Aber es gehört nachher alles zusammen. Das ist dann, das gibt ihm eigentlich den ersten, Das ist ein wichtiger Teil des kreativen Prozesses. Ja, das sind Sachen, die zum Teil die Leute nicht, ja, die meinen, du gehst jetzt hier einfach in den Laden und kaufst die fertige Leinwand und gehst heim und tust malen. Das ganze Thema, das wir ja hier drüber reden, hat ja mit Loslassen etwas zu tun. Bringen die das zusammen, das, was hier passiert ist, mit dem Loslassen? Ja, gut, das sind natürlich so schöne Sprüche, die man heute von Psychologen bringen, das mit dem Loslassen. Und das ist natürlich ein Urproblem vom Menschen. Niemand lässt gerne los. Also, ich habe das gewollt oder gemacht oder geschult. Und das ist natürlich nicht das, was ich anstrebe. Jetzt gut, bei mir ist vielleicht die ganze Struktur als solche. Also, ich bin nie geheiratet gewesen, zum Beispiel. Weil das, was ich mache, wird keine Frau nachvollziehen. Das macht niemand mit. Nicht, weil ich jetzt rumsaufen oder weil ich erdsonnig bin, sondern weil ich eben eigenwillig bin. Und vor allem, ich bin wahnsinnig interessiert. Oder die Chinesen sagen das. Es ist jemand erst ein Mensch, oder vor allem auch ein Künstler, wenn er tausende von Meilen gereist ist und wenn er tausende von Büchern gelesen hat. Es ist nicht um einen Wissensdurst oder einen Wissenszwang. Es ist einfach, wenn man lebt, bin ich dafür, dass man sich informiert und so viel wie möglich macht. Nicht hektisch, aber einfach alles versucht anzuschauen, weil das Leben ist sehr kurz. Und bekanntlich sind wir ja länger tot als lebendig. Was denkt ihr, wo seid ihr in 10 Jahren? Was ist aus all dem entstanden? Ja, das ist schwer zu sagen, ob man in 10 Jahren noch lebt, ob man das durchhaltet, ob man das finanziell über die Runde hineinkommt. Das ist schon ein Problem, oder? Das ist schon ein Problem. Wenn ich aus einem Brockenhaus habe, oder einfach eine schöne Pinsel sehe, wo nicht zu teuer sind, die ich kaufe. Die. Und dann muss man natürlich auch immer waschen, sonst sind sie kaputt nachher. Also es gibt also auch, Molen ist auch eine enorme eine technische Angelegenheit, wo man muss ganz, es sieht aus, wie man frei molen, ad hoc, aber es braucht ein klares Konzept. Auch viel Fleissarbeit. Fleiss, arbeiten und ein Knowledge. Also man muss wissen, wie, was, und das geht sicher nicht, und das geht kaputt auf diese Art. Und dann eben, man kann dann, nützt dann alles nichts, die schönsten Leinwände und die besten Farben, wenn nachher, wenn man nicht weiss, was machen, oder wenn man einfach, wenn man zu ängstlich ist. Es kann, man kann auch zu ängstlich sein, oder man kann auch zu genau sein, oder zu lehrerhaft, schullehrerhaft, oder man will ums Verrecken etwas Schönes malen, oder? Damit es den Leuten gefällt, und das ist sowieso gerade verkatzt.
ich eigentlich noch gestaunt, nach dem Brand habe ich dringend ein Atelier gesucht. Und da hat es viele Leute gegeben, die eben ein bisschen Anteil genommen haben, aber dass jemand gekommen ist und gesagt hat, du, schau mal, da steht eine alte Fabrik, da kannst du mal die Etage kannst für ein Jahr, zwei haben, oder? Und du hast dann Zahlen mit Bildern. Das ist nie passiert. Nie. Und wir haben doch so viele sogenannte leerstehende Büroräume in Zürich, jede Menge. Aber da ist nie jemand auf mich zugekommen. Und trotzdem habe ich das signalisiert, auch in Zeitungsartikeln, dass ich im Interview immer zuletzt noch geschrieben habe, höchstens läutet dann jemand an, wo man etwas vermieten zu einem sauberen Preis, ja, und nicht los geworden ist. Das hat mich ehrlich erstaunt. Es klingt doch so ein bisschen so, als ob man ziemlich leid gelassen wird, letztlich. Eigentlich schon, ja. Ja, ja, es ist also schon, es ist einfach, das ist wie nach einem Fest, da gehört das letzte auch allein haben, oder? Also das ist, und dann kommt es sogar noch, es geht noch einen Schritt weiter, dass man, das ist wie jemand, der krank ist, wenn es jemand, der schwer krank wird, dann macht dann plötzlich der normale Bürger macht einen Bogen um den Menschen. Also, Leute, die so ein bisschen vom Schicksal geschlagen werden, die sind nicht unbedingt die besten Freunde. Wir wollen ja nicht sich mit dem Unglück auseinandersetzen. Also es hat ja gewisse, das ist eine menschliche Reaktion, auch vom Mitmensch, dass er unter Umständen auf Distanz geht. Also aus einer gewissen Hilflosigkeit, wenn man vielleicht nicht weiss, wie damit umgehen, weil es vielleicht eigene Ängste ankurbelt. Ja, ja, und eben, man ist dann vielleicht, ja, man ist einfach der besser raus, wenn man feiner raus, wenn man sich gar nicht einmischt. Damit tut, das ist ja nicht mein Problem. Also, und ich mache dort auch niemandem einen Vorwurf, aber es ist einfach eine Feststellung, die ich gemacht habe. Es ist mir immer vorgekommen, ist dann plötzlich ist man ein bisschen der Paria, oder? Also ein bisschen der Ausgestoßene. Und ja, mit dem musst du vielleicht besser nicht, und das ist nicht so gut. Also, so in der Gesellschaft, tut man sich lieber mit den, erfolgreichen, glücklichen zusammenschließen als mit den anderen. Ich hatte viele Leute, die sich auch schriftlich gemeldet haben und wo mir auch sogar etwas geschickt haben, also materiell etwas geschickt haben. Einer hat mir dann geschrieben, auch ein verbranntes Werk ist ein Werk. Und das habe ich auch wunderbaren Satz gefunden. Also auch ein Künstler, der keine Bilder mehr hat, hat ja die Bilder mal gemalt und ist trotzdem noch ein Maler. Das Werk bleibt ja. Also das ist auch, es gibt ja auch, in der Weltliteratur gibt es auch Bücher, die geschrieben worden sind und verloren gegangen sind, die nie gedruckt worden sind. Und es ist auch trotzdem ein Buch. Und das finde ich noch gut, ja. Was ich jetzt gemacht habe, ich tue genau gleich weiterreisen, wie ich es jetzt gemacht habe. Ich schaue das Leben als riesige Reise an, als endlose Reise, wo es quasi ohne Ziel, man ist immer unterwegs. Und das ist mir sogar in dem Sinne noch mehr zur Überzeugung gekommen oder zur Gewissheit gekommen, dass das eigentlich das Richtige ist für mich. Und ich versuche viel zu reisen. Hat ein kleines Problem, weil Malerei ist natürlich hat etwas richtig Sesshaftes. Weil das Bild ist immerhin ein gewisses Gewicht. Und da versuche ich jetzt, sagen wir vielleicht ein japanisches Element oder ein chinesisches Element hineinzubringen, dass man zum Beispiel Rollbilder macht, wo man kann Roll unter den Arm klemmen kann. Oder auch ganz kleine Bilder, also nur Notizen, also postkartengrosse Bilder. Und dann die vielleicht zusammensetzt, dann gibt es auch ein grosses Bild. Also da bin ich dran, auch Bilder ohne Glas, nicht hinter Glas oder Bilder ohne Rahmen, wo man in den Rucksack nehmen kann oder in den Hosensack. Oder dass man, was ich auch schon gemacht habe, was ich in Australien gemacht habe, dass ich einfach in der Wüste draussen etwas gemalt habe, grosses, vielleicht schönes Bild und es nachher einfach
Autos hin dort. Einfach vielleicht um einen Busch gelegt oder ein bisschen Sand drauf da, und davon gelaufen. Aber es ist ja schon noch interessant, also dass ich sehe hier durchaus eine Verwandtschaft zwischen dem, was im Brand passiert ist oder wo der Brand angerichtet hat, und zwischen dem, was ihr in der Wüste in Australien gemacht habt. Also ich sehe dort einen Zusammenhang. Ich habe es nicht einmal an das gedacht, aber es hat natürlich einen Zusammenhang. Es ist nicht einmal ein Auslöschen oder ein Ausradieren, es ist einfach ein Lolliken. Und der Brand tut ja auch, tut es einfach unter Umständen sogar nur verwandeln in Asche. Also das Bild bleibt ja. Also ich sage immer, meine Bilder sind im Bilderhimmel. Oder? Und das ist ja auch nicht ein schlechter Platz. Oder? Dem Streifzug, das geht für mich schon nach weitergehen aus, oder? Ja, klar, weitergehen ist immer mehr, oder? Wenn's wichtig ist, dass es bergab geht, dass man nicht zu viel Mühe hat, oder? Also, hören wir auf, wir dürfen jetzt nicht viel machen. Gut, also, machen wir hier viel oben, in den Atelier. Gut. Brand im Bilderhimmel. Im Doppelpunkt von Peter Jäcki hat der Maler Pedro Meyer erzählt, wie er bei einem Brand fast sein ganzes Lebenswerk verloren hat und was das bei ihm ausgelöst hat. Die zweite Ausstrahlung von dieser Sendung, die hören Sie morgen Nachmittag um 3 auf Schweizer Radio DRS 2. Es gibt auch eine CD von dem Doppelpunkt, die können Sie beim Radiokiosk bestellen, und zwar von morgen weg bis am nächsten Donnerstagabend beim Radiokiosk unter der Telefonnummer 0848 840 800. So eine CD kostet 31.90 Franken.